Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Also echt, ich glaube, ich kriege irgendwann vielleicht einen Preis, wenn ich es dann irgendwann mal hinkriege, den richtigen Tag zu nennen. Ist doch wirklich langsam auffallend. Ja, heute ist Mittwoch und heute ist immer noch Mittwoch. Ja, mir fällt mir jetzt eigentlich gar nicht zum Mittwoch ein. Sorry. Das ist echt traurig. Na gut. Ja, ich bin nicht alleine, ihr wisst ja. Klein Leo sitzt hier, der jetzt übrigens seit neuestem Sonnenblumenkernchen frisst, was total toll ist, weil ich mich ultra freue, es gut für ihn ist. Bis jetzt mochte er die überhaupt nicht. Jetzt hat er sie angefangen, etwas zu mögen. Und ja, da freue ich mich. Meine Mutti ist auch da, die sitzt da, ja. Und eigentlich, es klingt eigentlich immer so voll, als ob du mich nötigen würdest zum Video drehen, nach dem Motto, Mutti ist auch da mit der Page. Kind nötigt Mutti. Oh, Kind nötigt Mutti überhaupt nicht. Kind. Ja, nee, doch, ich nötige dich. Aber was ist das mit dem Schönen? Ja. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe. Oh, ich komme nicht mehr darauf. Vor vielen Jahren gab es diese Comic-Serie, da hat irgendeiner zum anderen gesagt, dass ich nötige dich, aber mit dem schönen Ö. Das habe ich mir dann abgeschaut und seitdem benutze ich das immer wieder und weiß auch nicht mehr, wo ich es her habe. Ja, gut, viel geschwafelt, noch nichts erzählt, aber kommen wir jetzt zum Thema. Wir sind heute mal wieder in der Laune für schwere Kost. Ja, heute gibt es schwere Kost, ihr wisst schon. Nichts Leichtes, Fluffiges so zum Entspannen. Also schwere Kost ist angesagt. Ja, ich habe heute folgendes Thema. Es ist mir so aufgefallen, weil ich habe ja vor kurzem ein Video entgegen der langläufigen Meinung des Artikel 13 gemacht. Weil die meisten Videos im Internet, die du dazu findest, sind natürlich komplett gegen den Artikel. Und ich habe in meinem Video geäußert, ich bin dafür. Also dachte ich dann bei mir, mal schauen, wie viele Gegenreaktionen ich auf dieses Video bekommen werde. Habe keine bekommen bisher, aber es war so dieser Gedanke. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich überlegt habe, ist es denn so klug, dieses Video online zu lassen oder sollte ich es vielleicht löschen? Weil immerhin ist es ein Video gegen die langläufige Meinung der meisten. Und dann habe ich gedacht, nö, eigentlich lasse ich es jetzt online nur gerade aus Prinzip. Aber da ist mir etwas sehr Wichtiges bewusst geworden. Es ist unglaublich schwer heutzutage, eine andere Meinung zu haben. Es ist oft so, dass dir gesagt wird, uns ist so wichtig die freie Meinungsäußerung, uns ist so wichtig, dass wir alle Sichtweisen bedenken, uns ist so wichtig, dass jeder zu Wort kommt. Aber bitte soll dieser jemand auch unserer Meinung sein, sonst ist es natürlich nicht mehr so, dass es wichtig ist, dass er zu Wort kommt. Oder sonst ist es sofort etwas, wo man als negativ befindet, weil es ist ja dann nicht mehr unsere aller Meinung. Ich habe gemerkt, es ist schwer, nicht der Meinung der Masse zu sein, weil die Masse deine Meinung dann nicht mehr als gleichwertige Meinung wahrnimmt, weil es ist ja nur deine Meinung und du bist ja dann nur der, der die andere Meinung hat, Leo. Ich weiß, Sonnenblumenkerne sind eine tolle Sache, aber mein Bein so hoch zu quetschen, finde ich nicht cool. Und das ist jetzt nicht nur meine Meinung, Mama ist auch der Meinung bestimmt. Na, haben wir es schon wieder. Ja, aber es ist so, dass wenn du der anderen Meinung bist, als viele es sind, ist es so, dass deine Meinung nicht ernst genommen wird. Sie wird nicht ernst genommen, sie wird nicht respektiert wirklich. Sie wird niedergeredet im Sinne von, das ist doch Unsinn, das ist doch Quatsch, das ist doch total der Schwachsinn. Du wirst für verrückt erklärt, dir wird total jegliches geistiges Denken abgesprochen, du wirst als doof bezeichnet teilweise. Oder was ich noch viel respektloser finde, ist, dass dann die Masse der Menschen auf ein oder mehrere Leute, die nicht ihrer Meinung sind, losgehen. Wortwörtlich, verbal. Mit Kommentaren oder auch mit Aktionen oder das Internet dann
Ja, oft ist es so, dass wenn man im Internet so Aktionen hat, wie jetzt zum Beispiel mit diesem Artikel 13 Card, das ist einfach ein tolles Beispiel. Wenn man sowas hat, was gerade offiziell überall läuft, kann man es so toll als Beispiel nehmen, ne? Ja, und mir ist einfach aufgefallen, es gibt da diesen Herrn, der heißt Herr Axel Voss, und der wird gerade von Leuten bombardiert mit Geschichten, mit Beleidigungen, mit Bösartigkeiten, man kann es nicht anders formulieren, es tut mir leid, mir fällt kein anderes Wort dazu ein, wo ich mir denke, das hat er nicht verdient, und auch seine Partei hat es nicht verdient, so angegangen zu werden, nur weil sie nicht der Meinung sind, der Masse derer, die im Internet sind. Und ich finde es respektlos, wenn jemand eine andere Meinung hat, ihn so runtermacht, ihm so seine menschlichen Rechte oder auch sein Recht auf höfliches Miteinander abspricht. Und das Schlimmste, was ich daran entdecke, ist, das meistbenutzte Argument ist, wir versuchen ja faktisch mit ihnen zu diskutieren. Wo ich mir dann immer denke, nein, faktisch diskutieren heißt nicht, den anderen zu sagen, du bist überhaupt nicht bereit, mehr auf mich zuzugehen. Du hörst uns gar nicht zu. Weil das ist nicht so, dass der andere dir nicht zuhört. Das kannst du nicht wissen, ob er dir zugehört hat. Nur, er hat ja auch das Recht, seine Meinung zu behalten. Er muss ja nicht nur, weil du jetzt sagst, ich bin der Ansicht, der Himmel ist grün, und 500 andere Leute sagen auch, der Himmel ist grün, muss der eine, der 501. nicht auch sagen, der Himmel ist grün, wenn er sagt, nee, der Himmel ist blau. Es ist einfach so. Und ich finde, in einem Land, in dem wir uns, wo es ein Grundrecht ist, die freie Meinungsäußerung zu haben, wo wir das Glück haben, dass wir sie äußern dürfen. Aber oftmals habe ich das Gefühl, wir dürfen sie äußern, aber wir dürfen sie nicht vertreten und wir dürfen auch nicht dahinter stehen bleiben. Weil irgendeiner in der Gruppe sagt dann immer, das ist überhaupt nicht wichtig, das ist, wenn du diese Bücher annagst, mein Schatz, dann sage ich dir, dann gibt es bei uns auch gleich einen riesengroßen Ärger. Ich warne dich. Aber es ist wirklich so, dass du, je nachdem, wie wichtig das Thema dann der Masse ist, je nachdem passieren dann ganz verschiedene Geschichten zwischen, dass die Masse sich dann entscheidet dazu, den anderen wortwörtlich zu haten, also wirklich Hass zu verbreiten, oder sie versucht, ihn mit Argumenten und Petitionen zu überzeugen. Aber was eben nie stattfindet, ist eine gewisse Akzeptanz, dass der andere einer anderen Meinung ist und dann einfach es nicht bei dieser Person zu versuchen oder einfach mal es auf andere Wege nochmal zu versuchen mit anderen Leuten. Weil auch wenn so Geschichten sind wie der Artikel 13, gibt es bestimmt tausend, die dagegen sind und ein paar, die dafür sind. Entschuldigt mir, an meiner Seite ist gerade ein riesengroßer türkisfarbener Ball vorbeigerollt, der mal eindeutig hellblau war, soweit ich mich erinnere. Kannst du dich auch noch erinnern, dass der hellblau war? Jetzt, wo ich den gerade so rollen gesehen habe, habe ich mir gedacht, der war doch mal hellblau. Ja, gut, hätten wir das jetzt auch gerade geklärt. Ja, und es ist wirklich unglaublich schwierig, einfach dann bei seinem Standpunkt zu bleiben. Und ich für meinen Teil, ich finde es eine respektable und gute Sache, wenn jemand da ist, der sagt, ich bin gegen etwas oder ich bin für etwas und dann diese Überzeugung auch vertritt. Und er muss dann nicht begründen, warum er dafür ist oder dagegen. Und das finde ich nämlich schon das Erste. Finde ich etwas, was ich nicht nett finde. Die meisten verlangen dann, ja, erklär mir, warum bist du dafür? Warum bist du dagegen? Wo ich mir denke, du musst nicht für oder gegen etwas sein und das erklären müssen, weil manchmal ist es auch einfach nur ein Gefühl, das du in deiner Bauchgegend hast. Ich glaube, ich sollte da dagegen sein und ich sollte dafür sein. Und da musst du nicht erklären, warum oder weshalb oder wer dir das erzählt hat oder was da faktisch dahinter steht, sondern es ist nicht deine Pflicht, dem anderen zu erklären, warum du dafür bist. Und er hat aber auch nicht die Pflicht zu erklären, warum er dagegen ist. Und das, wenn man das mal anfangen würde, gegenseitig zu respektieren, dann hätten wir vielleicht endlich mal wirklich wieder einen offeneren Diskurs und wirklich wieder Gespräche, die respektvoller miteinander umgehen würden. Und ich finde, das Letzte, was man machen sollte, ist zu sagen, ich bin nur, weil jemand nicht meiner Meinung ist, nur weil einzelne Personen in einer Gruppe nicht meiner Meinung sind, würde ich noch lange nicht diese Gruppe sofort anfangen
niederzumachen oder gar ganze Hashtags gegen diese Gruppe zu machen, wie zum Beispiel diese Wählt nie wieder CDU, wo ich mir denke, das ist eigentlich ultra, ultra gemein und vor allem, es ist ein unglaublicher Eingriff in unsere Demokratie. Wir haben eine Demokratie, wo jeder seine Sachen wählen darf. Wenn du so ein Hashtag erstellst, bist du antidemokratisch. Ja, Mama, das ist meine Ansicht. Kann jeder jetzt sagen, was er will, aber ist so. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt trotzdem noch eine wunderschöne Woche, auch wenn ich jetzt gerade hier kann, auch wenn wir heute schwere Kost hatten. Ihr wisst, schwere Kost liegt schwer im Magen und regt euch vielleicht zum Nachdenken an. Aber ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder am Freitag. Bis dahin und eine gute Zeit. Tschüss. Ach ja, übrigens, es ist Zahnpasta. Ich habe eine neue elektrische Zahnbürste und die funktioniert noch nicht so ganz. Und dann geht die Zahnpasta überall hin. Also, es ist Zahnpasta. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis bald. Ciao. Ach ja, fast vergessen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Oder auf Twitter oder Facebook. Oder eine E-Mail an die bell.readmeoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt was. Bis bald. Tschüss.